Herzlich willkommen zu einem weiteren Interview im Rahmen des Resilienz-Online-Kongresses. Mein Name ist Sebastian Mauritz und bei mir die liebe Frauke Niehus. Hallo, liebe Frauke, schön, dich zu sehen. Hallo Sebastian, ich freue mich auch sehr. Ja, es ist mir eine große Freude und du bist psychologische Psychotherapeutin. Du hast ganz kluge Sachen gerade in deiner aktuellen Veröffentlichung. In der Box zum Thema Impact-Techniken. Wie nennt ihr das? Kompetenzbox? Genau, Oder? es ist eine Reihe, Kompetenzbox und ist der Auftakt der Reihe. Genau. Okay. Ja, wir haben uns kennengelernt. Ich habe dich jetzt auch schon bei einem Online-Streaming-Anbieter gesehen. Da wurdest du als A Star is Born. Und da dachte ich so, na, das ist, sind viele Vorschusslorbeeren. Und aufgrund unseres Austausches dachte ich so, na, ist fast noch untertrieben. Also genug Lobhudelei. Ich Genau. freue Und mich. jetzt kein Druck fürs Interview, ne? Kein Druck fürs Interview. Also bitte unter Oscar-reif machen wir es nicht. Insofern. Okay, also vielen Dank. Genau. Ich weiß dann immer gar nicht, was ich sagen soll. Also ich erlebe mich selber überhaupt nicht so, aber ja, keine Ahnung. Es wird manchmal so wahrgenommen. Das liegt sicherlich auch an den Techniken, die einfach sehr, die sind fachlich fundiert, aber halt trotzdem unterhaltsam und vielleicht hat es auch damit zu tun. Ich weiß es nicht. Ja, also ich glaube, es ist eine Mischung aus beidem und ich freue mich total, dass du die Zeit gefunden hast. Mir war es wichtig, dieses Thema Impact-Techniken. Du hast auf deiner Seite noch ganz tolle Sachen zum Thema Selbstwert und verschiedenste andere Sachen, die man sich runterladen kann. Du bist sehr, auch so wie ich dich erlebe, im Modus des Teilens, also Dinge nach draußen geben. Du hast den Hypnosalon mit Manfred Prior, den wir ja auch im Interview schon hatten. Und ich bin einfach auch ein Fan von deiner Art, das muss ich dazu sagen. Die Impact-Techniken, die du mir im letzten Interview schon gezeigt hast, die fand ich so spannend, dass ich so dachte, ich kenne es von Michael Bohne, der hat auch mit so eins, der hat das, von, bei dem habe ich das Thema Impact-Techniken das letzte Mal gehört. Das erste Mal habe ich sie bei Tom Andreas in der NLP-Coach-Ausbildung gehört. Und deswegen lass uns in das Thema Impact-Techniken eintauchen. Du hast eine ganze Kompetenzbox dazu gemacht und deswegen der virtuelle Redestab für dich. Alles klar, vielen herzlichen Dank. Also, und es ist so, wie du sagst, also man findet ab und an mal so vereinzelte Impact-Techniken, aber man muss sie sich wirklich mühselig zusammensuchen. Und wer die Impact-Techniken nach Deutschland gebracht hat, ist Dani Beaulieu. Die hat ganz tolle Seminare gegeben. Also wenn man die nochmal sieht, kann ich nur empfehlen. Und die ist aber schon etwas älter und zieht sich zurück. Und sie schreibt jetzt keine Fachbücher mehr, sondern Romane. Und das sei ihr gegönnt. Aber als ich das mitgekriegt habe, habe ich gedacht, nee, also diesen Schatz, der darf nicht verloren gehen. Und hatte schon immer gesammelt und damit gearbeitet und habe dann gedacht, okay, dann fange ich jetzt an und versuche, die zu retten und zur Verfügung zu stellen. Und ein bisschen was tut sich auch im Moment. Also die werden mehr und mehr entdeckt. Es ist so, dass Impact-Techniken sind im Grunde genommen, ich sage immer, fleischgewordene Metaphern, wo wir Dinge, sehr komplexe Dinge mit auf den Punkt bringen können und dann noch Materialien nehmen. Also das Ganze wird noch multisensorisch und das sind verschiedene Wirkfaktoren, die dazu führen, dass Impact-Techniken, wie man schon sagt, unheimlich viel Impact und Auswirkung und Effekt haben, meiner Erfahrung nach auch sehr nachhaltig wirken. Und falls jetzt jemand noch nicht weiß, was das ist oder sein soll, eine Impact-Technik, ich habe mal eine ganz am Anfang gestellt, wo man das vielleicht so ein bisschen mit verdeutlichen kann und dass sie wissen, was sie erwartet. Und zwar haben wir eine Sache, ist auch ein Thema für Resilienz. Eine Sache, womit wir es uns selber schwer machen, ist, wenn wir zu hohe Ansprüche haben. Und ich glaube, jeder weiß, wie schwierig es ist, selbst wenn man jetzt weiß, kognitiv, man hat zu hohe Ansprüche, wie schwierig es ist, das zu verändern. Und auch wir, die wir Menschen beraten, wissen, es ist ein häufiges Thema, aber sehr mühselig, kleinschrittig, manchmal nicht so sehr von Erfolg gekrönt, ne? Eine Sache, die man dann machen kann, also Impact-Techniken, wir nehmen Alltagsgegenstände, also wirklich sehr einfach. Sie brauchen nur einen Stift mit einer Kappe. Und dann sage ich, okay, also wenn das Sie sind und das ist die Latte, kann man es so sehen, das ist die Latte, wie hoch liegt denn Ihre Latte? Und wenn wir uns das jetzt angucken, wie hoch die liegt, was löst denn das für Gefühle aus und wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit? Oh, ungünstig, Sebastian.
Ganz genau. Ja. Da haben wir es schon sofort, da merkt Ah, man schon. Gott, yes. So ist es. Also das merken dann, das ist tatsächlich so. Manche sagen, oh, ne, das ist praktisch unerreichbar. Und es führt zu Stress, es führt zu Druck, es erhöht die Wahrscheinlichkeit zu scheitern. Und bei manchen ist es sogar so, die Latte ist so hoch, dass eigentlich klar ist, man kann es nicht erreichen. Das kann auch zum Beispiel zu Aufschiebeverhalten, also man traut sich gar nicht erst anzufangen, ne? Und verbaut sich damit sehr vieles im Leben. Und wenn man dann fragt, ne, wie werden das, wie müsste die Latte sein, damit es sich lohnt, loszulaufen oder damit sie das Gefühl haben, ich könnte da drüber springen, und dann lässt man das so, dann lässt man das so ausprobieren und dann guckt man, gut, was bedeutet das ganz konkret für Ihre Aufgabe, ne? Wie müssten wir dann konkret die Bedingungen, die Kriterien, die Ziele formulieren? Und hierüber, das wird einfach auch sehr deutlich, ne? Und dann kann man immer wieder, wenn zum Beispiel man dann auch ins alte Muster zurückfällt, man kann sich einen Stift hinlegen und hat immer eine Erinnerung und sagt, wie hoch ist denn die Latte gerade? Ist es realistisch oder macht es mir eigentlich schwer? Und das sind Impact-Techniken. Und es wirkt manchmal so, als ob das wie Spielzeug ist oder kindlich. Deswegen habe ich ein bisschen Theorie mitgebracht, um deutlich zu machen, was da eigentlich alles hintersteckt. Und blend einfach mal ein paar Folien ein, um das zu erklären. Und zwar, so. Also, Impact-Techniken sind Metaphern, die sich nochmal materialisiert haben. Und die Theorie, die ich jetzt präsentiere, ist gar nicht aus der Psychologie. Also Impact-Techniken sind bislang nahezu unerforscht. Und was ich gefunden habe, wie ich mir das erklären kann, stammt aus der kognitiven Linguistik tatsächlich. Und da gibt es Konzepte, die sich mit Metaphern befassen und Eigenschaften von Metaphern darstellen. Und die sagen im Grunde genommen, dass Metaphern uns strukturieren und unsere Wahrnehmung bestimmen und sehr viel auslösen. Und zwar rationale, emotionale, sinnliche, erfahrungsbezogene Aspekte, deren Bezug, Dynamik, also ein ganzes Netzwerk. Eine Metapher löst ein Netzwerk aus. Das hört sich sehr theoretisch an, aber ich mache mal ein Beispiel. Ich habe schon hingeschrieben, wenn ich sage, das Boot ist voll, dann kannst du mal in dich reinhorchen, was in dir passiert und welche Bilder entstehen. Und ich vermute, dass du nicht an ein Boot auf einem Baum denkst, sondern an ein Boot auf dem Wasser, vermutlich auf dem Meer. Stimmt? Okay, wenn du an ein Boot auf dem Meer denkst, und ich denke, die Zuschauer werden das ähnlich machen, dann weißt du aus deiner Erfahrung, dass wenn noch einer dazukommt, dieses Boot, ne, dass es gefährlich wird, wahrscheinlich lebensgefährlich. Das löst ein Gefühl aus, nämlich das Gefühl Angst. Jedes Gefühl geht mit einem Handlungsimpuls einher, nämlich flüchten, die Gefahr vermeiden bei Angst. Und das heißt, ich sage, das Boot ist voll und ich erhöhe die Wahrscheinlichkeit, dass du den Impuls hast oder lassen wir keinen mehr rein. Und das passiert nicht bewusst. Ganz viel davon passiert vor- oder unbewusst. Und das heißt, wenn wir eine Metapher haben, dann aktivieren wir ganz viele Ebenen inklusive den Emotionen. Also das ist eine Sache. Und deswegen sind sie auch so effektiv, weil wir ganzheitlich aktivieren. Das nächste, was Metaphern können, ist, dass sie sogenannte Implikationszusammenhänge auslösen. Also Assoziation könnte man es auch übersetzen. Ich zeige mal ein Beispiel, dass es nicht so theoretisch bleibt. Und zwar, es gibt eine ganz tolle Studie von Thibaudeau und Boroditsky. Die haben haben zwei Gruppen gebildet und haben denen Informationen über die Kriminalitätsrate in der amerikanischen Kleinstadt gegeben. Und die haben die Metaphern variiert. Die einen haben gehört, das Verbrechen ist ein Virus, und die anderen hatten die Metapher, das Verbrechen ist eine Bestie. Ich zeige das mal als Beispiel und habe mal hier auch gezeigt, wie intensiv die Metapher eingeflochten wurde. Also die Virusgruppe hat gehört oder gelesen, das Verbrechen ist ein Virus, das die Stadt Edison heimsucht. Vor 5 Jahren befand sich Edison in einem guten Zustand. In den vergangenen 5 Jahren jedoch sind die Abwehrsysteme der Stadt schwächer geworden und die Stadt ist dem Verbrechen erlegen. Also wie man einer Krankheit erliegt. Das weist alles auf diese Virusmetapher hin. Heute gibt es mehr als 55.000 kriminelle Zwischenfälle im Jahr. Ihre Zahl hat um mehr als 10.000 zugenommen und so weiter. Fakten waren gleich, Textaufbau war gleich. Aber was ist passiert? Die Menschen, die als Metapher Virus hatten, die sind vermehrt auf Ideen gekommen, wie man muss die Ursachen ergründen, die Armut bekämpfen, die Bildungschancen verbessern. Das ist das, was wir jetzt auch in der Pandemie gemacht haben. Man muss helfen, man muss verstehen und helfen und unterstützen.
Die, die gehört haben, das Verbrechen ist eine Bestie, die haben vermehrt Ideen bekommen, wie man muss die Verbrecher jagen, hinter Gitter bringen und härter als bisher bestrafen. Und das ist sinnvoll, wenn man es mit einer Bestie zu tun hat. Das heißt, Metaphern sind wie so eine Taschenlampe. Die machen ein Netzwerk an und alles, was in der Nähe dieses Netzwerkes liegt, kommt uns eher in den Sinn. Und das heißt, mit den Impact-Techniken bieten wir Metaphern an, die günstig sind und hilfreiche Ideen wahrscheinlicher machen. Es gibt noch eine dritte Sache, da kommen wir dann auch gleich zur nächsten Impact-Technik. Es gibt noch ganz viel von Metaphern, die Theorie findet man auch in der Box, aber ich habe jetzt mal so das Wichtigste komprimiert. Metaphern sind in der Lage, eine vorsprachliche Organisation und Repräsentation darzustellen und abzubilden. Also es gibt Dinge, für die habe ich keine Wörter, zum Beispiel ein Trauma. Und ich kann das nicht genau erklären, aber ich kann sagen, es fühlt sich an wie ein schwarzes Loch. Und dann habe ich ein Verständnis und du hast auch ein Verständnis. Wir können darüber etwas abbilden, ne, für das wir vielleicht keine Sprache haben. Und eine Impact-Technik, wo mir das zum Beispiel aufgefallen ist, die wir, glaube ich, am letzten Interview schon mal gestreift haben, ist beim Selbstwert. Wir haben beim Selbstwert eigentlich keine wirkliche differenzierte Sprache dafür. Mhm. Wenn man sagt, wie ist dein Selbstwert, dann sagt man üblicherweise gut oder schlecht. Das ist alles, ne? Und es ist aber total wichtig, dass wir unseren Selbstwert verdeutlichen und nachvollziehbar machen können. Und das heißt, eine Impact-Technik ist, dass ich den Leuten ein Blatt gebe und sage, wenn das ihr guter, gesunder Selbstwert ist, zeigen Sie mir doch mal, wie der heute aussieht. Und dann kann man das Blatt hier zurichten, ja? Und dann habe ich ein gutes Verständnis davon und man kann mir gut verdeutlichen, wie sich das anfühlt. Das sind ganz, ganz berührende Prozesse. Und man kriegt wirklich eine gute Idee. Und dann kann man in der Metaphorik bleiben. Also im Methodenschatz finden Sie auch eine Trance dazu in Schriftform. Können sich gerne durchlesen und sich die Fragen vielleicht selber stellen oder Ihren Klienten. Wenn man das zum Beispiel jetzt sowas hat, ne, dann frage ich, okay, Sie sind ja ganz zusammengefaltet. Lassen Sie uns doch mal gucken. Angenommen, wir würden hier diese Ecke wieder auffalten, was ist dahinter versteckt? Und was, wenn Sie diese Ecke aufgefaltet haben und das wieder zutage kommt, wie fühlen Sie sich dann? Was können Sie dann denken? Was trauen Sie sich? Was würde das in Ihrem Leben verändern? Und welche Ecke müssen Sie noch aufhalten, damit der Prozess weitergeht? Und wenn Sie Ihren Körper mal genauso auffalten wie das Blatt Papier, welches neue Erleben entsteht dann? Und so weiter und so fort. Und das heißt, wir nehmen hier, wir haben die Möglichkeit, uns verständlich zu machen, was nachvollziehbar zu machen und wir können daran weiter arbeiten und in der Metaphorik auch neue Ideen generieren und es mit vielen Dingen verknüpfen. Wow. Ja, super, ne? Ja, vor allen Dingen, es erinnert mich sehr an The Wholeness Work von Conny Andreas, wo sie auch so von so geballten Fäusten spricht. Und ich habe mich gerade gefragt, wenn man also ich habe das sehr deutlich auch gespürt, als du das so zerknüllt hast. Ich dachte, ja, das kann ich total gut nachvollziehen, wenn man da dann so Licht oder Liebe oder Stärke oder Freude reinfließen lässt, was würde dem helfen, sich einfach so wieder zu entfalten, ne? Also diese passiv imaginierenden Prozesse, ja, mega, super. Super, genau, und das ist eine tolle Idee, bin ich noch gar nicht drauf gekommen, aber es wäre direkt die nächste Impact-Technik, wenn man da was reinfließen lässt, welches Licht, wie müsste das sein und wie würde sich das... Ja. Ja, wunderbar, kann man alles machen. Ja. Und auch die Impact-Techniken, die ich, also in den Seminaren, ne, die Leute sagen immer, dann sage ich immer so, jetzt, nächste halbe Stunde, sie kriegen Material und sollen Impact, und dann sagen die Leute immer so, um Gottes Willen, das schaffe ich nicht und so. Und es war noch kein Seminar, wo keiner kam und da sagte, können wir noch ein bisschen mehr Zeit haben? Also wenn man sich einer drauf einlässt, dann fällt einem auch wirklich fast immer was ein und es entstehen wirklich tolle neue Impact-Techniken, wie bei dir jetzt auch, ganz spontan. Ja. Also kann man sich trauen und alle meine Techniken sind Vorschläge, die man natürlich kreativ variieren und weiterentwickeln kann. Ja, und so einfach, ne? Also wenn man einem Klienten dann dieses entmüllte Blatt wieder auch mitgibt und das vielleicht sogar in einem Bilderrahmen irgendwo hinhängt, einen besseren Anker für den Gesamtprozess, gibt es ja gar nicht, ne? Überhaupt nicht. Und es ist nicht nur dieser Anker, sondern immer, wenn der ein Blatt Papier sieht, und das sehen wir tausendfach sozusagen. Also wir haben mit Impact-Techniken, dadurch, dass das in den meisten Fällen Alltagsgegenstände sind, auch total viele kleine Alltagshelferlein, sage ich jetzt mal darüber. Ja. Also ich glaube, es gibt ganz viele Wirkfaktoren dieser Techniken. Hm.
Wir sind da bei der Technik auch gleich. Ich habe mal so zusammengestellt, einiges, was Impact-Techniken können. Und da werden wir sofort sozusagen, was wir hier auch schon mit diesem Blatt Papier gezeigt haben. Impact-Techniken kann man auf verschiedene Art und Weise nutzen und einsetzen. Eine Geschichte ist, dass wir über Impact-Techniken oder Metaphern einen Zugang zur unbewussten Logik und Repräsentanz haben. Das haben wir hier mit dem Blatt gesehen. Es gibt aber auch andere Beispiele. Also wenn Sie jetzt mit Metaphern arbeiten, dass man zum Beispiel genau hinhört. Also wenn die Klienten über ihre Depression sprechen, dann nutzen die ganz häufig eine der folgenden drei Metaphern. Es gibt Klienten, die sagen, die haben so die Übermetapher Gewicht, Depression als Gewicht. Es ist alles so schwer oder ich bin so belastet. Und dann hat man schon eine Idee, wie sich das anfühlt, wie der Klient es erlebt. Man hat aber noch viel mehr Informationen, nämlich man weiß, womit es zu tun hat. Wenn es so schwer ist oder man belastet ist, dann ist man überfordert, dann braucht man wahrscheinlich Strategien und Entlastung. Und das heißt, wenn die mir sagen, es ist alles so schwer, dann weiß ich sofort, wo das Lösungsnetzwerk ist und dann frage ich, was macht es ihnen leichter? Wenn der Klient die Metapher Leere benutzt, ist das alles so leer, dann hat es häufig was mit Sinnlosigkeit zu tun und dann müssen wir im Bereich, was erfüllt sie, suchen. Wenn er sagt, es ist alles so grau oder so farblos, dann wissen wir, wir müssen gucken, wo ist es bunt, wo ist es hell. Und häufig fehlen dann Highlights, schöne Momente im Leben. Das heißt, hier zuzuhören oder auch bei den Impact-Techniken diese Metapher zu nutzen, um das Netzwerk zu explorieren und eine Idee und einen Zugang zum Lösungsnetzwerk zu finden, ist super. Und wir sind sofort auf den relevanten und tieferen Ebenen gelandet. Okay. Ja, wir haben Zugang zu Affekten und Vorsprachlichkeit. Ich glaube, das hat man hier auch schon gesehen, wie ich das auch nutze. Also diese Karten hier haben Sie auf der Vorderseite, haben Sie immer das Bild, das Sie häufig schon als Material verwenden können. Auf der Rückseite, ich kann es nachher mal zeigen, ist die Beschreibung der Technik, die möglichen Transferfragen, der Zugang zu den Zusatzmaterialien. Wir haben Filme und Audiodateien, kann man über einen QR-Code sofort draufgehen in der Stunde und sich das angucken und dem Klienten zeigen oder selber anschauen. Und hier ist eine Impact-Technik mit diesem Zugang zu den Affekten und der Vorsprachlichkeit. Wenn die Leute zu mir kommen, dann sage ich häufig, zeige ich dieses Bild von der Brücke und frage, wo sind sie denn im Prozess? Und die Leute denken ja üblicherweise, ich bin ganz am Anfang. Aber wenn ich ihnen dieses Bild zeige, dann zeigen die häufig irgendwas hier im ersten Drittel, vielleicht auch sogar schon in der Mitte. Dann sage ich, das ist super. Das heißt, sie haben schon ganz viel gemacht. Welche Schritte sind sie schon gegangen? Und was hat Ihnen dabei geholfen? Und es ist sehr gut, sich das vor Augen zu führen, dass man nicht am Anfang steht, hierüber schon erste Ressourcen rauszuarbeiten, zum Beispiel. Also das wäre so eine Sache, wo wir auch versuchen. Und die Leute sind überrascht. Die sagen, gesagt hätte ich Ihnen was anderes. Und man hat ein sehr feines Gespür, unbewusst dafür, wo man steht. Und das heißt, wir kriegen hier viele Informationen und Ideen. Oder eine andere Technik, habe ich hier auch mal mitgebracht. Was ja ganz schwierig ist, gerade wenn es jemandem sehr schlecht geht, er vielleicht auch eine mittelschwere oder schwere Depression hat, vielleicht auch jetzt mit Long-Covid, wenn man diese Müdigkeitserscheinungen hat und die Energie so geschwächt ist, dann nehme ich eine Menge Reis und wir nehmen die Aufgaben, die man sich am Tag vornimmt und dann sagen wir, okay, wenn das die Menge Reis ist, die Sie zur Verfügung haben, wie viel kostet es, Sie beim Amt anzurufen? Legen Sie mal hin, wie viel kostet es, Sie einkaufen zu gehen? Und so können wir schauen, wofür reicht die Energie oder wie kann ich die so einsetzen, dass ich mich nicht überfordere, kein Misserfolgserlebnis produziere, nicht über meine körperliche Grenze gehe. Und das wäre kognitiv auch anders. Und ich würde es auch nicht so annehmen. Und kognitiv ahne ich vielleicht schon, ist ein bisschen viel, aber ich übergehe es einfach, ne? So mache ich das nicht. Und das habe ich auch jetzt viel mit Long-Covid-Patienten gemacht. Die machen das jeden Morgen mittlerweile selber. Weil das ja auch Tagesschwankungen gibt, um ihren Tag zu planen, zum Beispiel. Genau. Wir können Aspekte bei Metaphern, also fokussieren und ausblenden, in den Vordergrund stellen. Eine Metapher ist ja nie die Realität, sondern immer nur ein Übertrag. Und das heißt, eine Sache, womit ich das immer deutlich mache, ist, wenn wir auch an die Implikationszusammenhänge denken und sagen, wir haben ein Netzwerk, das dann halt Sachen beleuchtet und näher bringt und uns von anderen vielleicht auch ablenkt, die davon weit entfernt sind, dann ist zum Beispiel eine Sache, worauf man achten kann, sage ich meinen Klienten, ich gebe ihnen eine Hausaufgabe mit.
Also was wäre der Implikation, wenn ich sage Hausaufgabe, was hast du für Assoziationen? Und Boah. genau. Muss ich wieder 10 Minuten früher in der Schule sein, um sie abzuschreiben? Okay. Naja, Ja, vielleicht sehr gut. 15. Ja. Dann müssen wir Naja. unsere Praxen umstrukturieren, dass sich vorher alle treffen können, genau. Aber so ist es. Es macht keinen Spaß. Es wird geprüft. Es wird auf Fehler untersucht. Ich konzipiere sofort ein Lehrer-Schüler-Verhältnis, ja. Ja. Und das heißt, es ist ganz ungünstig eigentlich für die Prozesse, die wir wollen. Und mein Vorschlag ist, sagen Sie doch, ich schlage Ihnen ein Experiment vor. Weil Experiment, was hast du da für Ideen? Ja, super, darf auch schief gehen. Mal gucken, wie es wird. Neugier, Forscherdrang. Ja. Genau. Beobachten, ich konzipiere dich oder ich sage, ich glaube, Sie sind ein kompetenter Forscher, ja. Und das heißt, es macht einen großen Unterschied, welche Metapher wir benutzen und welchen Assoziations- oder Implikationszusammenhang wir auslösen. Ne? Also, und so können wir die Impact-Techniken auch einsetzen, ne? Dass wir halt Dinge nehmen, die die Aufmerksamkeit, ne? Wie zum Beispiel hier, wir lenken die Aufmerksamkeit auf die Machbarkeit, nicht auf das Ergebnis, zum Beispiel. Ja, also das wäre auch eine weitere Möglichkeit. Gut, können wir nochmal weiter gucken. Das hatten wir hier. Wir können einen Erklärungs- oder Sinnrahmen anbieten. Sage ich auch nochmal ein paar Sachen zu. Ich zeige mal hier einen Film und das wäre jetzt ein Erklärungs- oder Sinnrahmen. Was passiert, hatten wir jetzt auch in der Pandemie ganz viel, wenn ich, manche Leute hatten Schwierigkeiten, Kontakte aufrecht zu erhalten, weil die zum Beispiel nicht mehr auf WhatsApp-Nachrichten oder so geantwortet haben. Jetzt gucken wir uns mal an, wie ich das erkläre. Ich habe hier einen Film jetzt mitgebracht, damit man es gut erkennen kann aus der Box. Also hier sieht man, wir können mit diesem Pendel schon zeigen, also ne, das wäre schon Erklärungsrahmen, Beziehungen funktionieren, es gibt einen Impuls rein, der wird zurückgegeben, so bleibt das Ganze in Gang. So, und jetzt kommt die nächste Frage, was geschieht, wenn ein Impuls nicht aufgenommen oder zurückgegeben wird? Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Ganz genau. Und dann kann man gucken, reagieren Sie angemessen auf die Angebote Ihres Gegenübers oder nicht? Wie können Sie dies ändern, etc. Und dann gibt es da alle möglichen Transferfragen zu. Eine andere Sache, auch um zu zeigen, wie hohe Komplexität Impact-Techniken erklären können, das finden Sie bei mir im Methodenschatz. Also das habe ich zeichnen lassen. Konnte und dürfte das jetzt noch freigeben. Das ist Folgendes. Es ist ja sehr, sehr schwer, so zu bemerken, wie wir die Umwelt wahrnehmen und strukturieren und dass das sehr individuell ist. Für uns wirkt es ja immer wahr. Also so wie ich die Welt wahrnehme, ist wahr. Und was ich dann mache, ist Folgendes, zum Beispiel auch in Konflikten oder wenn Menschen die Welt auf eine besondere Art und Weise sehen durch ihre Lebenserfahrung, die es ihnen aber schwer macht, zeige ich dieses Bild. Und was siehst du, Sebastian? Ich vermute ein nacktes Paar, so leicht sexuell angehaucht. Ja, wenn das, ja, also aus tiefen psychologischer Sicht auf jeden Fall. Genau, okay. Ist auch so, sieht man auch. Und es ist ein bisschen schlüpfrig, das tut mir auch leid, man kann nicht anders. Also ich kann das Thema leider nicht anders verdeutlichen. Was glaubst du denn, was 3- bis 4-jährige Kinder sehen? Aber das ist eine gute Frage. Ein Gesicht? Ja? Oder? Nee. Keine Ahnung. Schwierig, ne? Fisch? Selbst wenn man Vielleicht darauf hinweist. Fische, Ja, Wale. ganz genau. 3- bis 4-jährige Kinder sehen Fische, also Delfine, 9 Stück sogar Ah, insgesamt. okay. Und manche Erwachsene sehen noch ein paar Fische, ne? Auch, also Kinder sehen mehr Fische, aber auch manchmal nicht alle, manche sehen alle. Was bislang noch kein Erwachsener gesehen hat, sondern wo nur Kinder drauf gekommen sind, das hier ist hier hinten das Blaue. Und zwar sehen manche Kinder da drin noch so einen Gorilla. Hier ist der Arm, der bis zum Boden geht. Man sieht ja so den dicken Bauch und oben den Kopf. Erkennst du es? Ja, jetzt sehe ich es Ja, auch. okay. Und was man damit klar machen kann, ist, dass es keine objektive Wahrheit gibt, sondern dass unsere Erfahrungen und unsere Bedürfnisse
bestimmen, wie wir die Welt wahrnehmen und strukturieren. Und das kann man hier an diesem Bild wunderbar verdeutlichen, ne? Also kleine Kinder haben andere Erfahrungen, für die sind andere Sachen angenehm und wichtig und die sehen halt, denen fällt was anderes auf, ne? Und cache dann auch sozusagen die Aufmerksamkeit. Also, und das finde ich ja eine ganz schwierige Sache, das zu erkennen und auch anzunehmen. Aber wenn man das Bild gezeigt hat, dann kann man gut, dann gibt es einen Aha-Moment und dann kann man gut überlegen, wie nehmen Sie denn die Welt wahr und was sind denn Ihre Bedürfnisse und warum nehmen Sie sie so wahr, wie Sie sie wahrnehmen und wie könnte das bei anderen Leuten sein? Und da entstehen dann häufig große Schritte, mit denen man weiterkommt. Genau. Dann haben wir mit Impact-Techniken auch eine Dissoziationsmöglichkeit. Das zeige ich hier mal in echt. Und zwar sprechen über Gefühle. Das ist jetzt nicht jedermanns Hobby, sage ich mal. Und auch Jugendliche sind jetzt oft nicht so begeistert. Was ich da zum Beispiel mache, ist, dass ich ein Mischpult benutze. Haben wir verschiedene Effekte. Also das eine ist, das fängt natürlich Interesse und Aufmerksamkeit und manche denken dann auch, vielleicht ist der Therapeutin doch ein bisschen cool. Das hat also einen guten Effekt. Ich lege den dann einfach so dahin und dann gucken die schon mal so dahin, dann werden die neugierig. Irgendwann fragen, was ist denn das, Frau Niesen? Sag ich, ach, sollen wir mal gucken? Und dann sind wir schon drin im Thema. Und man kann hiermit ganz viel machen. Das war mir gar nicht klar. Ich bin da im Internet mal drüber gestolpert, dann hat es Klick gemacht. Und zwar gibt es dann hier so Karten, wir haben tatsächlich, damit wir auch die Jugendlichen begeistern können, von einer professionellen Firma die Erklärungen abgedruckt, sodass man das transferieren kann. Und ich sage nur mal ein paar Sachen. Also eine Frage wäre, ich nutze es zur Arbeit zum Thema Emotionsregulation. Was ist der Input, was ist der Output? Was geht rein, welcher Reiz geht rein, was kommt raus? Dann hat man hier ganz viele Möglichkeiten. Man hat zum Beispiel einen Input Select, man kann Sachen einfach ausstellen. Wie muss man die Kanäle einstellen? Was stellt man laut, was stellt man leise? Wir haben aber noch ganz viele andere tolle Sachen. Zum Beispiel hat man hier eine Anzeige, die Übersteuerung anzeigt. Wie sind deine Warnsignale? Wann ist es grün, wann ist es gelb, wann ist es rot? Und wie musst du dann gegensteuern? Und wenn man das mal gemacht hat, ist super. Es gibt ganz viel, also wir haben eine ganze Liste und auch ein Arbeitsblatt. Wir haben eine Talk-Over-Funktion. Kannte ich auch nicht, aber das ist eine Funktion, wenn der DJ was reinsprechen will, Cocktails in der nächsten Stunde für 5 €. Was musst du drüber sprechen, wenn du in diesem emotionalen Zustand bist? Also da sieht man, wir haben unheimlich viele Sachen und das macht Spaß. Und die Leute arbeiten an ihren Emotionen, wir können die Strategien rausarbeiten, aber man fühlt sich nicht so konfrontiert und es gibt Leuten die Möglichkeit, sich darauf einzulassen. Und das ist gemeint mit einer Dissoziationsmöglichkeit. Ja, und da spielt natürlich dann auch wieder Selbstwirksamkeit, so tun als ob, grobe Handeln und so weiter. Das ist ja, also bei mir laufen so nebenbei so diese Listen an Wirkfaktoren, die ich da so drin sehe und denke so, es ist eigentlich unglaublich, was solche Techniken, deswegen war mir der Termin heute auch so wichtig, ne? Weil du musst diese ganzen Techniken gar nicht kennen, um damit erfolgreich zu sein in der Anwendung der Impact-Techniken. Und das ist ja nicht nur, du sprichst ja jetzt viel vom therapeutischen Kontext, aber auch im Beratungskontext. Wenn ich in einer Sitzung oder in irgendwas anderem, anderen was erkläre und ich nutze etwas als Impact-Faktor oder als Impact-Technik, dann bleibt das viel mehr hängen, als wenn ich es nur verbal nehme. Und wenn ich es verbal mache, dann sollte ich mir vielleicht auch überlegen, welche Metaphern ich benutze. Was ich gerade, das nur so als kurzer Einstieg, was ich gerade ganz stark bemerke, aber auch schon seit Anfang der Pandemie, ist ein massiver Anstieg der Kriegsmetaphorik. Und gerade auch mit dem Ukraine-Krieg und all dem, was sozusagen an Gewalt gerade in der Welt sehr präsent ist und sehr im Fokus ist, das gab es ja früher auch schon, da war es uns aber nicht so präsent, ist natürlich Kriegsmetaphorik immer wieder so ein Resonanz, wie so ein Klöppel, der an dieses große Thema rangeht, ne? Deswegen, super.
Und das ist auch, also wir haben auch teilweise, und da kann man echt dann aufmerksam werden, wir haben teilweise auch Kriegsmetaphorik gegen uns selbst. Ich sage meinem Gewicht den Kampf an. Zum Beispiel ist mir jetzt spontan eingefallen, ja. Also was bedeutet das, ne? Und es bedeutet einen Kampf gegen sich selbst. Also vielleicht könnte man auch das vielleicht anders formulieren, ne? Ich suche Hilfen für mein gesundes Gewicht oder sowas. Jetzt ganz spontan. Aber genau das ist es. Und wenn man da genau hinhört, dann fällt einem schon, dann fallen einem schon auch wichtige Sachen auf, häufig, dass es häufig dahinter versteckt. Und auch Haltungen, ne, werden dadurch oft deutlich. Ja, definitiv. Ja. Okay. Soll ich noch ein, zwei zeigen zur Resilienz? Gerne. Ja, Ja, alles ja. klar. Also, ich habe noch mal jetzt zwei, drei. Das eine ist, fangen wir mal an, manchmal, wenn man jetzt sowas vor sich hat, dann, ach, dann ist es so kleinschrittig und man hat manchmal das Gefühl, es geht gar nicht voran und man erkennt jetzt gar keinen irgendwie Erfolg oder sowas. Eine Möglichkeit ist, ein Connecting Dots Bild zu nehmen. Du kannst nichts Ah, erkennen, cool. das ist gut. Doch, doch, ja, doch. Ist, Genau. Und dass ich sage, okay, also am Anfang ist es mühselig. Manchmal weiß, muss man erstmal sogar suchen, wo der Anfang ist. Und dann geht ja. es in ganz kleinen Schritten. Aber jeder Schritt ist wichtig. Und über die Zeit, ne, wird es sich zeigen. Und je länger wir dabei bleiben, desto einfacher wird es. Ne? Und desto mehr Spaß macht es. Ah, hier erkenne ich was. Wahrscheinlich ist es das. Los, lass uns weitergehen. Und wir haben es hier. Hier gibt es zum Beispiel Zusatzmaterialien dann auch nochmal für Kinder. So dass man es für Erwachsene und Kinder anwenden kann. Also, dass man da versucht, dran zu bleiben, sich nicht demotivieren zu lassen. Das wäre eine Technik zum Beispiel. Eine weitere, vielleicht noch mal so zwei, drei Sachen. Die Vorstellung, also die Vorstellung, die wir haben, die beeinflussen ganz stark unseren Erfolg und wie wir Sachen angehen. Und da würde ich jetzt mal gerne eine Impact-Technik ohne Material zeigen, um zu zeigen, wie Vorstellungen auf unser, ja, auf uns wirken. Und zwar würde ich dich bitten, dich mal hinzustellen. Wäre das in Ordnung? Machst du mit? Ja, na, Super. ich muss mich hier ein bisschen schräg hinstellen, weil hier über mir Ah, okay. quasi ist Ich mein erkläre es, also sonst mache ich es auch. Nur ich weiß nicht, ob man es mir glaubt. Vorstellung. Ich muss Das jemanden haben, dem man es dann auch ist glaubt. Die schwierig. Zuschauer können auch gerne einfach mitmachen. Also, jetzt sehen wir dich auch gar nicht im Bild. Man sieht mich, ist egal, wir kriegen es trotzdem hin. Also, wenn ich spreche mal die Zuschauer an, wenn sie sich mal hinstellen, so, und wenn sie jetzt einfach mal so Beine auf dem Boden, Schulter breit, dass sie einen guten Stand haben, und dann drehen sie sich mal um nach hinten und zwar so weit, wie sie können, und merken sich den Punkt, bis wohin sie gucken können. Das Letzte, was sie noch sehen. Okay, dann kommen Sie zurück, stehen wieder gerade, Blick nach vorne. Und dann gehen Sie mal innerlich, also gehen Sie mal nach innen sozusagen mit der Aufmerksamkeit. Und jetzt innerlich stellen Sie sich mal vor, wie Sie sich umdrehen, wie sich das körperlich anfühlt und wie Sie sich drehen und drehen. Und noch ein bisschen weiter drehen als eben und gehen es innerlich wirklich durch, wie sie das machen, wie sich die Muskeln dabei anfühlen und so weiter und so fort. Richtig innerlich einmal durchgehen. Gib ein kleines bisschen Zeit. Okay, und wenn Sie das haben, dann drehen Sie sich nochmal um und gucken, wie weit Sie jetzt kommen und bis zu welchem Punkt Sie jetzt schauen können. Ja, krass. Weitergekommen? Ja. Ja. Genau, also die Vorstellung, was wir innerlich machen, wirkt sich ganz doll darauf aus, ja, auf unseren Erfolg, auf das, was wir angehen, auf das, was und wie wir die Dinge umsetzen können. Und so kann man das, ne, also man sagt das ja immer so theoretisch, aber so macht man das spürbar und erlebbar. Und dann motiviert es auch und dann versteht man auch, dann ist einem klar, wie wichtig das ist und dann bleibt man vielleicht auch mehr an Sachen dran, die vielleicht mühselig sind oder so, ne? Also, weil man begriffen hat, es hat wirklich einen Effekt. Okay. Super, ja, spannend. Ja. Dann will ich Ihnen noch eine Technik, wenn Sie auf Ideen kommen wollen, und dann machen wir noch zwei Techniken zum Dranbleiben.
Eine Sache ist auch eine Trance zu und viele Fragen in der Box. Es gibt ja auch Audiodateien, aber Sie können das auch einfach selber machen mit einem Buch. Ein Buch hat als Implikation, dass man weiß, ein Buch wird geschrieben und es kann ganz viele verschiedene Ausgänge haben. Und Sie können mal ein Buch einfach nehmen und sich vorstellen, wenn Sie eine Herausforderung haben, dass Sie sagen, okay, das ist das Buch meiner Herausforderung. Und dann sage ich, okay, auf welcher Seite sind Sie gerade? Und dann ist schon interessant, wo bin ich? Vielleicht bin ich hier, ne? Das ist auch schon wieder sowas, wo man denkt, Mensch, ich bin ja an einer ganz anderen Seite, als ich eigentlich so dachte. Okay, jetzt hat man ganz viele Möglichkeiten. Was stand denn vorher? Wo wurde die Schwierigkeit angelegt? Mit welchem Satz? Was ist hier passiert? Was sind Schlüsselszenen? Oder? Also kann man hier auf Ideen kommen. Noch wichtiger, als es zu verstehen, ist aber, wie löse ich die Herausforderung? Und das heißt, ich sage, was soll denn hier auf der letzten Seite stehen? Oder auf welcher Seite ist die Herausforderung gelöst? Gehen Sie doch mal dahin. Und was steht auf den Seiten dazwischen? Und dann kann man sich diese Seiten schreiben. Man kann auch hier Probe handeln, wenn Sie ja was anderes hinschreiben. Was passiert denn dann? Wie wird das Buch dann weitergehen? Also man kann auch so, wenn ich dies mache, wenn ich das mache, was hat das für Konsequenzen? Jetzt kann man hier gucken, angenommen, hier ist die Herausforderung gelöst, was steht hier? Und hier kann man die groben Strategien natürlich, Kapitel 1, Kapitel 2, Kapitel 3. Man kann aber auch wirklich ins Klein-Klein gehen und kann zum Beispiel sagen, vielleicht geht es darum, sich zu trauen, jemanden anzusprechen. Auf dieser Seite spricht die Person den an. Was steht hier? Wo lenkt die Aufmerksamkeit hin? Nö, nö, nö. Hier sagt erstmal, guckt die Frau vielleicht weg. Wie geht er damit um? Wie schafft er es trotzdem? Weil 2 Seiten später hat er es ja geschafft. Was ist da passiert? Und so kommt man auf Ideen. Und wir spielen hier auch, das ist auch ein Tipp, wenn man eine Herausforderung hat, wenn wir Angst davor haben und uns das nicht zutrauen und die Selbstwirksamkeit nicht haben und zweifeln, schaffe ich das oder schaffe ich das nicht, dann sortieren wir schon ganz viele Ideen aus, weil wir denken, ach, geht eh nicht, geht eh nicht. Und dann sortieren wir vielleicht auch sinnvolle Ideen aus, weil wir es uns nicht zutrauen. Wenn wir sagen, ich habe es geschafft, wie bin ich denn da hingekommen? Dann sortiere ich diese Ideen nicht aus, sondern dann bleiben sie mir erhalten oder dann komme ich drauf. Das heißt, eine gute Idee ist immer, sich vorzustellen, ich habe es geschafft und dann zu überlegen, wie bin ich da hingekommen aus der Selbstwirksamkeit raus. Ne? Das hat auch viele Effekte. Okay. Spannend. Ja, Das ist allein das. wenn du das erzählst, also ich bin ja recht trancefähig so. Das ist krass, was da passiert. Also allein über dieses nach draußen bringen, ne, dass irgendwie das System kann dann viel besser sortieren und hat einen viel, viel, also diese entmischenden Aspekte dieser Arbeit finde ich auch total spürbar einfach, ne, weil dieses ganze Tohuwabohu wird fokussiert, wird entmischt, wird sortiert. Und das ist auch wieder dieses Coaching ist ganz viel Sortierarbeit. Und sortieren geht natürlich im Außen mit Gegenständen viel, viel besser, mit dem Reis, mit der Brücke. Das, ja, super. Ja, und da ist auch, also man kann es auch zuschneiden. Der eine ist vertraut mit Büchern und liebt Büchern. Bei dem anderen sage ich zum Beispiel, ist auch eine Methode hier drin, malen Sie doch mal eine Landkarte Ihrer Herausforderungen oder eine Landkarte Ihrer Ressourcen. Was gibt es denn da alles? Oder eine Landkarte Ihres Lebens. Und auch das strukturiert ganz stark. Eine andere Variante ist, dass ich gesagt habe, wenn Ihr Problem eine komplexe Maschine wäre, wie sieht die aus? Es ist total komplexe Sachen, aber sie werden greifbar und, ne, oder ich hatte einen Künstler, habe ich gesagt, wenn die Lösung ihres Problems ein Bild wäre, welche Farben wären da drauf? Das konnte der sagen und dann konnten wir sagen, wofür stehen denn die Farben und wie müssen sie die mischen und wie kommen sie dahin, ne? Das heißt auch hier, man hat tolle Metaphern und vielleicht kann man sie sogar noch auf den Stil und die Persönlichkeit, die da am allerbesten passt, zuschneiden. Ja. Cool. Cool. Eine letzte oder Ja. zwei, Nummer zwei. Also eine Sache, ist jetzt ein bisschen doof, das zu sagen, aber bei Veränderungsprozessen, manchmal muss man einfach trainieren und dabei bleiben. Und es fällt uns nicht so einfach, ne? Und was ich dann sage, ist, okay, also ich habe dann manchmal auch Leute, dann hat man hier Beratung oder Therapie. Ich sage immer Therapie, weil das für mich Beratung mit beinhaltet und der Oberbegriff, anstatt immer Therapie und Beratung zu sagen, ist einfach nur aus Effizienzgründen, da kann alles mit gemeint sein und umfasst alles.
Ich habe manchmal Leute, die können immer kommen, wenn es ihnen schlecht geht, gar keine Frage, und sind immer herzlich willkommen. Aber manche kommen immer wieder und es ist ja schade, dass sie immer abrutschen und es ihnen immer wieder schlecht geht. Und bei manchen liegt es darum, dass die nicht kontinuierlich diese Selbstfürsorge oder das Training betreiben. Dann sage ich, okay, bei mir ist wie beim Zahnarzt. Sie können jederzeit kommen, sie sind immer herzlich willkommen. Wenn sie ein Loch haben, das Blöde ist, dann haben sie halt vorher schon Schmerzen. Wenn sie dann hier sind, müssen wir bohren, ist aufwendig, tut vielleicht ein bisschen weh, ist irgendwie doof für sie, ne? Aber ich hätte noch eine Idee oder einen Vorschlag und die Idee wäre, Zähne putzen. Wie wäre das? Wäre das attraktiv? Und was ist ihr Zähneputzen? Ne? Was müssen sie kontinuierlich machen? Das ist sehr einleuchtend. Also wir nehmen bei Impact-Techniken vorhandene Konzepte, die müssen nicht mehr entwickelt werden, die sind super gut verankert und wir assoziieren sie neu. Und da kommt auch oft die Idee, okay, ne, am besten ist es, wir koppeln es auch ans Zähneputzen. Immer wenn Sie Zähneputzen, vorher, nachher oder dabei, machen Sie XY. Und es ist ganz klar, dass wenn Sie Zähne putzen, können Sie Dinge verhindern. Und das haben wir sofort aktiviert und total klar. Also eine Sache, das heißt hier so ein bisschen, müssen auch manchmal üben und dranbleiben. Vielleicht noch was anderes, kann man für viele Themen nehmen, aber ich mache es auch oft beim Thema Selbstwert, bisschen schöner als das Zähneputzen theoretisch, dass ich sage, okay, also wenn ihr Selbstwert wachsen soll, dann gebe ich eine kleine Pflanze mit, die man selber großzieht. Und da kann man auch ganz toll überlegen, was braucht die Pflanze, welche Rahmenbedingungen, wie muss ich sie düngen, ich muss sie täglich, also wie oft muss ich sie gießen, womit und so weiter. Und dann nimmt man die Pflanze mit. Und auch da wird man immer dran erinnert und man gießt sie dann. Und immer wenn man die gießt und immer wenn man sich kümmert, ne, dann weiß man, dann tut man was Gutes. Und man hat hier auch, am Anfang sieht man es noch nicht, aber dann dieser Effekt, wenn plötzlich die Pflanze dann, ne, das macht was mit einem. Und wir haben ja auch, wenn es noch klein ist, das Pflänzchen, muss man besonders gut aufpassen, etc. pp. Ja. Und immer wenn ich die Pflanze gieße, werde ich daran erinnert, dass ich jetzt hier selbstfürsorglich sein muss und dass ich mich darum kümmern muss. Also das ist auch noch eine schöne Technik für Herausforderungen, wie man sich sozusagen motivieren und dranbleiben und auch den Erfolg sichtbar und sich vor Augen führen kann. Genau. Wow. Cool. Ja, das ist, also mir ging es auch beim letzten Mal schon so, wo ich so dachte, ja, naja, klar, man muss halt nur drauf kommen. Und das sind so die Dinge. Ich glaube, da wird mir eure Box, deine Box, da auch eine ganz große Freude und Hilfe nochmal sein. Weil natürlich diese Dinge, wir bewegen uns ja auch oft so in unserem Rahmen, machen die Dinge, wo wir wissen, wie wirken die, ist das gewohnt. Jetzt in meinem Fall Resilienztrainings, aber auch Coachings. Und sowas nochmal zu ergänzen, man muss ja da keine Materialschlacht im Coaching machen. Ne? Aber so ein gezieltes Thema, was mir beim Zähneputzen, das erzähle ich auch mit Selbstfürsorge. Und ich sage dann, naja, also wie ist Zähneputzen sinnvoll? Einmal im Monat 3 Stunden oder jeden Tag ein bisschen? Und da ist für jeden klar, jeden Tag ein bisschen, also die 2x3 Minuten morgens, abends, ist viel cleverer, als zu sagen, Mensch, es ist der erste, ich muss jetzt mal 3 Stunden Zähne putzen. Ja, das so. Und diese Verbindung, aber dass das auch nochmal so klar gemacht wird, bei dir, das ist halt echt hilfreich und ich glaube, das ist eine ganz große und wichtige Bereicherung und danke dafür, dass du das auch nochmal als Kompetenzerweiterung für alle Kolleginnen und Kollegen, aber auch Führungskräfte in Meetings. In den USA kennt man das als Show and Tell. Da bringst du einen Stein mit und erzählst eine Geschichte. Das habe ich in Deutschland nie erlebt. Ja. Und in den USA war das wirklich so, vorne hingestellt, Geschichte erzählt. Also dieses Storytelling, da haben wir, glaube ich, in Deutschland auch noch echt viel Raum. Und das können, also so aus meiner persönlichen Fokussierung raus, die Amerikaner viel besser, weil sie es halt viel mehr trainieren schon von klein auf, ne? Absolut, total Nachholbedarf, ne? Und da merken wir auch, wie so eine Material einfach die Aufmerksamkeit fokussiert und uns auch hilft, dabei zu bleiben.
Also das finde ich, da stimme ich dir absolut zu. Und ich kann nur sagen, ich finde, Impact-Techniken machen Spaß. Also sie effektivieren den Prozess, sie machen ihn erfolgreicher. Es ist kreativ. Die Klienten werden total kreativ. Die kommen auf Ideen, und man bietet denen eine Metapher an und geht in die Exploration und denkt, wow, großartig, wären wir nie drauf gekommen im Gespräch. Kommt ganz viel aus dem Klienten selber raus, ist super. Und man braucht wirklich nicht, also ich erkläre es auch immer, also es gibt so verschiedene Möglichkeiten, Impact-Techniken zu entwickeln. Entweder ich denke, was ist das Problem, was ist die Lösung, welche Metaphern fallen mir ein und wie kann ich die materiell umsetzen? Oder ich lasse mich einfach vom Material inspirieren. Ne? Also hier das mit dem Mischpult. Ich bin da im Internet über so eine Erklärung gestolpert und dachte, Mensch, geht doch eigentlich für Emotionsregulation. Und wenn man ein Blatt mit hat, also ein Blatt und vielleicht ein paar Becher, da kann man unfassbar viel mitmachen. Mehr braucht man eigentlich gar nicht. Müssen jetzt nicht Becher sein, aber ne, ein Blatt findet man überall. Aber ich will nur sagen, mit zwei, drei Materialien, wenn man die in der Tasche hat, die kann man oft so variieren, wenn das sehr, wenn das Materialien sind, die vieles haben, wie ein Becher zum Beispiel. Da kann man was reinfüllen, das kann ein Schutz sein. Es geht um durchsichtig, nicht durchsichtig. Man kann es über was drüber stülpen. Also wenn man da einmal anfängt zu überlegen oder auch einen Luftballon, was man damit machen kann. Ich habe bestimmt 40, 50 Luftballon-Impact-Techniken aus Seminaren. Einfach mal gucken, wenn man in der Stunde ist und denkt, Mensch, was könnte denn jetzt hier was hergeben? Ein Stift, was wir hier hatten, man findet eigentlich was. Ja, also super. Ich kann dir da nur ganz großes Danke sagen, weil ich glaube, wirklich eine Bereicherung ist. Und du sagtest auch schon, ihr habt unglaublich viele Vorbestellungen. Du hast sogar in zwei, drei Kategorien sogar schon Platz 1, obwohl es noch nicht rausgekommen ist. Das zeigt für mich einfach den Bedarf an diesen Sachen. Und das gefällt mir an diesen Boxen auch so, dass das so, es ist so modularisiert aufgearbeitet. Ich bin auch ein Fan von Büchern. Ich glaube, das ist nicht schwer zu erkennen. Aber naja, es ist nicht die einzige Bücherwand. Ich kriege hier immer schon wohlmeinende Fragen. Na, wie viele Bücher werden es diesen Monat? Und ich so denke, ja, das weiß ich doch nicht. Ja. Ne, und das ist so ein extrem wichtiges Thema, das Ganze auch nochmal so passgenau aufzubereiten. Was ich toll finde, das hast du mir gezeigt, eine kluge Idee. Die haben ja auch bei Jünfermann in anderen Boxen schon gesehen, mit diesen QR-Codes gleich mit dem Handy drauf. Das ist einfach, wie ich finde, zeitgemäß und einfach ein super Service. Ich kann mir auch ungefähr vorstellen, wie viel Arbeit da drin steckt. Das stimmt, das war Also, viel Arbeit. Also wir waren in einer Kategorie 1 und ich glaube in klinische Psychologie und Psychotherapie Platz 2 nach einem Vortrag. Also wo wir auch gedacht haben, das ist ja immer, es ist unbekannt, wenn man den Titel sieht, Impact-Techniken, wissen viele nicht, was das ist, wo wir dann läuft es überhaupt, war ein bisschen risikoreich, aber die Leute sind begeistert und wir haben uns wirklich bemüht, wir haben ein Sortiersystem in der Box, ich kann das einmal zeigen, dass sie das wirklich spontan angewendet werden kann. Ne? Man hat hier was, wo man die Favoritenkarten rein machen kann und dann kann man hier super. sofort gucken, was will ich denn im Booklet sind. Das ist ein kleines Buch, ist die Theorie, dass es fundiert ist und so, dass man es wirklich spontan anwenden kann. Also das Konzept der Box ist, dass man es fachlich gut einordnen kann, aber praxistaugliche Methoden und Übungen hat für, ich sitze in der Stunde und denke, das bräuchte ich jetzt und zack, dann greife ich da rein und kann das sofort Super. anwenden. Ja. Vieles muss ich auch sagen. Also ich sammle die, ich habe auch viele Ideen, aber natürlich ist es nicht nur aus meinem Mist gewachsen, sondern es sind auch Ideen von Leuten aus Seminaren, von Kollegen, von Kolleginnen, die ich natürlich dann aufgeführt habe, wo ich die Inspirationen her habe. Und das wäre auch ein Anliegen. Ich würde gerne diesen Schatz heben und auch verbreiten. Wenn ich darf, würde ich einmal das einblenden, wo es zur Webseite geht, wo Sie noch Impact-Techniken finden. Also da finden Sie ganz, ganz viele Sachen im Methodenschatz. Da finden Sie Impact-Techniken, zum Beispiel das, was ich jetzt hier gezeigt habe mit dem Delfin, die Trance- und Selbstwertblatt, wenn Sie da mal reinlesen wollen. Da finden Sie aber auch zu ganz vielen anderen Themen. Da Spenden, Therapeuten und Coaches, kostenfreie Methoden und Vorträge. Da findet man ganz viel. Einmal im Monat gibt es auch einen Vortrag.
Ich freue mich, wenn Sie mir Impact-Techniken zuschicken. Vielleicht kennt der ein oder andere. Und wenn ich die verwende in der Box, werden die Leute natürlich auch erwähnt und aufgeführt und gedankt. Das ist gar keine Frage. Aber ich würde gerne wirklich diese Techniken sammeln und verbreiten, dass sie nicht verloren gehen. Genau, und das ist die Box mit 105 Techniken. Ja, ich hoffe, dass ich dazu beitrage, dass sie sich verbreiten und viel Gutes bewirken sozusagen. Das wäre das Ziel und dass sie auch zu Freude und Leichtigkeit und Kreativität auf beiden Seiten führen. Super. Also ja, ich fand das total wertvoll wieder und finde auch diese Impact-Technik. Ich finde auch gut, dass ihr das bei dem Namen gelassen habt, weil mir so ein bisschen sauer aufstößt, dass dann immer irgendwie ein Kunstname genommen wird und dann so getan wird, als wäre es was grundlegend Neues. Dann wird ein kleiner Aspekt irgendwie dazugepackt und dann ist es irgendwie eine geschützte Marke und man muss da viel... Also Geld verdienen, alles gut und schön, aber diese Kompetenzamnesie, wie die liebe Vera Birkenbiel immer so schön gesagt hat, da bin ich, also das wäre jetzt noch eine längere emotionsregulationsbedürftige Ansprache von mir. Das finde ich gut und ich glaube einfach, dass das auch die Zukunft ist, wirklich alles das zu nutzen, was wirkt, damit die Menschen, die es brauchen, bestmöglich unterstützt werden. Und ich glaube, da leistest du einen total wichtigen Beitrag zu und da danke ich dir sehr für. Ich danke dir für das ganze Lob und die ganze Wertschätzung. Ich werde schon, glaube ich, ein bisschen rot. Mir macht das Spaß und ich profitiere auch ganz, ganz viel von anderen Menschen. Ich habe von ganz vielen Leuten gelernt und ich kann auch nur sagen, das, was wir im Methodenschatz und Hypnosalon machen, das machen wir zwar ehrenamtlich, aber wenn ich ganz egoistisch unterm Strich, ich habe dadurch so viele positive Erlebnisse, wie die Kollegen sich verhalten, die kommen auf mich zu, die bieten mir Hilfe an, die bieten mir Unterstützung an, ich kriege Dankes. Ja. Also unterm Strich gewinne ich total. Also ich würde wirklich sagen, dieses ehrenamtliche Engagement ist ehrlich gesagt egoistisch. Ja. Und es ist wirklich ein Gemeinschaftsprojekt. Ich stelle die Strukturen bereit, aber da ganz, ganz viele sind dabei und ohne die ginge es überhaupt nicht. Und so auch bei den Impact-Techniken, das ginge nicht ohne die Inspiration und das Sammeln auch vorhandener Impact-Techniken und die Kreativität von ganz, ganz vielen. Also nochmal, um das ganz klarzustellen. Ja. Ich nenne das immer altruistischen Egoismus. Ja, also ich mache ganz viel egoistisch, damit ich das in einem großen Altruismus dann auch teilen kann, aber ich mache es aus Egoismus. Genau, aber ich glaube, wir sind da ähnlich gestrickt und haben ähnliche Erfahrungen. Ne? Also so wie ich dich kennengelernt habe, habe ich auch gedacht, wow, und hatte auch das Gefühl, es ist ja einfach ein Anliegen, die Dinge zu verbreiten und dass sie viele erreichen und dann können die Leute schauen, passt zu mir oder passt es nicht, aber das ist toll, wenn man da die Möglichkeit hat, irgendwie hilfreiches Wissen an den Mann zu bringen. Gegen Sinn erleben kommt man schwer an. Genau, machtlos ist man dagegen. Ja, zum Glück. Zum Glück, du, absolut, absolut. Ich danke dir ganz herzlich. Also wirklich wie immer eine Freude und eine Bereicherung und ganz, ganz herzlichen Dank. Wie gesagt, deine Seite rauke-niehus.net und Methodenschatz, ich bin großer Fan von. Danke fürs Teilen und danke für deine ganze Arbeit. Vielen Dank dir auch und ich freue mich auf deinen nächsten Kongress, den du schon angekündigt hast. Der wird schon bald wieder sein. Wir sehen uns da auf jeden Fall. Unbedingt. Alles klar. Mach's gut. Tschüss. Bis dann. Tschüss.